Joa. Da wären wir also wieder. Das Dach, der Aufzug, die Nachbartür, Renés Bude, die Straße. Denn. Da würde ich mal hier ganz schnell abhauen. Ab zur U-Bahn. Clayton's Cave, die Pfandleihe, der Mosin Express, Mads Wohnung. Bitte, da sind wir gerade. Mads Pfandleihe. Warum nicht? Da waren wir lange schon nicht mehr. Hier können wir noch kein Kaugummi bekommen. Hallöchen. Hallo, Mär. Also, passt oder passt nicht? Was Gibt's was Neues? Was glaubst du, mit wem du hier redest? Na gut, dann ich. Ich muss an die Kasse ran, aber das geht nicht, solange Mel zusieht. Bist du sicher, dass wir das Problem damit in den Griff kriegen? Ich garantiere, dass du 100% mit dem Ergebnis zufrieden sein wirst. Hätte sein können. Das sieht aus wie eine Proteogramme. Mal eben so gesagt. Ich hoffe, es ist so. Wie ein Naibi-Popo. Hätte ja klappen können. Vielleicht hier drauf. Ich war nie ein guter Pitcher. Einfach werfen ist also keine Option. Tja. Schade. Also, passt oder passt nicht? Was immer. Was glaubst du, mit wem du hier redest? Ich kann sicher einen Weg finden, die Kugel ins Loch zu befördern. Das wäre eine Möglichkeit. Bist du sicher, dass wir das Problem damit in den Griff kriegen? Das geht. Ich garantiere, dass du 100% mit dem Ergebnis zufrieden sein wirst. Ich glaube nicht, dass ich so ein zufriedenstellendes Maß an Zerstörung erreiche. Ich brauche mehr Wumms. Ich hoffe, es ist so leicht. Wie ein Baby. Das hat wohl nicht ganz geklappt. Ja. Die Kanone braucht mehr Bums. Also, passt oder passt nicht? Was immer. Was glaubst du, mit wem du hier redest? Ich glaube nicht, dass ich so ein zufrieden. Aber wie? Schießpulver war mal Grenz mit dabei. Das ist keine gute Idee. Das Problem damit in den Griff kriegen. Ich garantiere, dass du 100% mit dem Ergebnis zufrieden sein wirst. Tja. Feuerlöscher. Wie ein Baby. Lieber nicht. Mal ein bisschen Feuer an die Kanone geben. Also, passt oder passt nicht? Was immer. Was, wie das geht? Gasflasche? Ach du, Heilige. Ach du Schande. Ich hoffe, jetzt brenne ich hier nicht den Laden an. Bist du sicher, dass wir das Problem haben? Was wir draufstellen? Ich garantiere, dass du 100% mit dem Ergebnis zufrieden sein wirst. Kochendes Wasser. Tja, hat nicht viel gebracht. Ich hoffe, es ist so. Eine Batterie drauf. Ich wie ein Babypuppe. Das Hotdog wieder heiß machen. Eher nicht. Scheiße, voll Malz. Passt oder passt nicht? Was immer. Ich. Was glaubst du, mit wem du hier redest? Das sieht gut aus. Zum Popcorn. Bist du sicher, dass wir das Problem damit in den Griff kriegen? Den brauchen wir bestimmt auch. Ich garantiere, dass du 100% mit dem Ergebnis zufrieden sein wirst. Ich denke nicht. Tja, jetzt mit dem Feuer ein bisschen spielen. Ich hoffe, es ist so weich, wie du sagst. Wie ein Baby-Popo. Ich kann sicher. Tja. Mal wieder versuchen. Also, passt oder passt nicht? Was immer. Tja, was glaubst du, mit wem du hier redest, dass ich so ein Zuschauer. Ja. Das ist natürlich. Da brennt immer noch eine kleine Flamme. Bist du sicher, dass wir das Problem damit in den Griff kriegen?
Ich garantiere, dass du 100% mit dem Ergebnis zufrieden sein wirst. Da weiß ich auch nicht. Ich hoffe, es ist so leicht, wie du sagst. Wie ein Baby. Schade. Dank dem Wunder der Wissenschaft befindet sich nun Popcorn in der Schüssel. Ich weiß ja nicht, ob das so sehr... Nee. Was immer. Was glaubst du, mit wem du hier redest? Das ist sicher keine so gute Idee. Hier vielleicht gleich mal nur löschen. Damit will ich den Feuerlöscher nicht... Dann halt nicht. Bist du sicher, dass wir das Problem damit in den Griff halt wieder... Ich garantiere... nicht zu viel zu tun. Ich hoffe, der Laden brennt jetzt nicht an. Also mit der Murmel können wir noch nicht viel machen. Dann zurück zur Wohnung. Zu den Tauben fällt mir spontan ein. Waren wir doch auf dem Dach. Die wollten noch was zu fressen haben. Und den Mais haben sie ja genommen. Tja, ich habe Angst vor dem, was jetzt passiert. Jetzt sind sie satt, oder was? Diese Tauben sehen hungrig aus und sie sehen mich so komisch an. Ich gehe lieber kein Risiko ein. Popcorn bringt jetzt ist mal gut. Nicht. Ich wollte sie nicht füttern. Tja, ich denke... Tja, das klappt. Das Gift ist also flüssig. Lieber nicht. Vergiss es. Die Teleskopente ist nur für ernsthafte Angelegenheiten da. Ja, gut. Diese Tauben sehen hungrig aus und man kann sich 4 Arten Krankheiten holen, wenn man die Viecher nur anguckt. Also, lieber nicht. Ja. Das ist eine Taube, kein Papagei. Tja, die Leiter. Es muss einen besseren Weg nach unten geben. Meinst du? Die Feuertreppe. Ich kann doch nicht einfach mit allem reden. Hätte ja klappen können. Dass wir hier was auslösen, was uns weiter winkt. Da sind Tauben. Das Inventar können wir hier wohl hier nicht öffnen. Und doch, jetzt können wir es. Hier, Tauben. Blödsinn. Eben hast du es noch gemacht. Tja. Also. Vielleicht können wir bei Metz holen, damit irgendwas anstellen. Da scheint hier übrigens der Ort gewesen zu sein, wo wir was wir freigeschaltet haben nach dem Penner. Angeblich haben wir ja einen Ort freigeschaltet. Den hier. Tumurai. Ich teile Popcorn. Grundsätzlich nicht. Tja. Nein. Du bist Rattengift. Steht nicht auf meiner Abschussliste. Nicht. Ich dächte. Hier auch nicht. Metz Haus, Metz Wohnung. Ja. Zurückkehren an die Orte des Geschehens. Tja. Der Mikrowellenpopcorn. Blödsinn. Hast recht. Das ist sicher keine so gute Idee. Ja,
Dank dem Wunder... Nur eine Batterie. Lieber nicht. Kombinieren. Es gibt keinen Grund... Hey, oh. Dieses Popcorn ist jetzt eine tödliche Waffe. Das geht. Na, da gibt's bessere Selbstmordmethoden. Ja, da stehen wir gerade an dem Ort des Geschehens. Giftiges Popcorn. Oh nein. Nicht, mein Dude. Nein. Ach du. Ach du schon. Nein, nein, nein. Das kann nicht. Das kann nur nicht wahr sein. Ein Tierliebhaber dieser Wende. Ein Tierliebhaber dieser Pokémon. Der vielleicht nicht unbedingt damit mitgearbeitet hat bei diesem Spiel, aber ja. Tierliebhaber bei Elden Ring. Oh nein. Diese Tauben sehen hungrig aus und sie sehen mich so komisch an. Ich gehe lieber kein Risiko ein. Ach du. Schande. Fräst, meine Schönen, fräst. Es ist genug für alle da. Errungenschaft freigeschaltet. Ach, Schande. Oh, oh. Achtung, die Tauben schlafen nicht. Sie sind tot. Ja, wen interessieren diese Flugratten überhaupt? Davon abgesehen sind die eh nur gemalt. Ja. Bei dem Dreh kamen keine Tiere zu Schaden. Einfach über die Leichen drüber latschen. Ja. So was. Ein Trichter und ein Rohr. Das ist einfach ein... Hätte ja... sein können. Die müssen nicht wieder... Das ist... Ich denke... Das ist... Tja, so dumm ist das eigentlich gar nicht. Mann, ich könnte mir sonst was holen, wenn ich die nur anschaue. Also vergiss es. Ich dachte einfach in den Inventar stecken. Das sind Tauben, keine Papagei. Ich sollte wohl Schuldgefühle haben, schätze ich. Ach, was. So, jetzt haben wir ein paar Tauben ermordet, um an den Bierpunkt-Set zu kommen. Oder zumindest die Sachen dafür. Zumindest weiterhin dafür. Tja. Kann man das einsetzen? Das Bierpunkt-Set. Tja, wo sonst als hier? Irgendwofür können wir das doch bestimmt gebrauchen. Der Padre schläft noch. Der schläft wirklich. Elaine? Den will doch keiner haben. Ich habe erledigt, was sie wollte. Außerdem war das genug Erniedrigung für heute. Morgen geht's weiter. Tja, die müssen... Das ist... Tja... Auch kein Drink mehr da. Pater? Pater? Und wenn er vorher nie was gesagt hat, wird das jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr. Die Toiletten. Ich will es nicht hoffen. Piss. Wow, mit den Zielen habe ich es wohl nicht so. Es wird Elaine nicht gefallen. Tja, Das ist Elaines Job. Es ist so eklig. Außerdem ist da nicht die Spur von Alk drin. Das ist einfach... Ja. Das ist richtig. Vielleicht ein bisschen Wasser drüber. Das ist schütten. Sicher keines. Ich denke nicht. Ich denke. Tja, mit ein bisschen rumspielen. Es gibt. Das ist keine. Ja, können wir uns davon ein wenig was abfüllen oder so? Ich weiß auch nicht. Ich bin gerade an einem Tiefpunkt angekommen. In diesem Spiel. Tja. Ich habe meine Meinung darüber nicht geändert.
Ja. Ich habe erledigt. Notausgang. Da war den Penner. Ich hab schon, mach's gut. Mit dem wollen wir nach wie vor nicht reden. Nee. Fass ich nicht. Ja. Nee, die... Ich rede. Ich soll das Poster nehmen? Ich wühl nicht im... Ja. Müllcontainer. Scheiße, wie das hier stinkt. Hm. Das ist irgendwie... Pfütze. Eine große Wasserpfütze. Jedenfalls hoffe ich, dass es Wasser ist. Ja, also. Es muss doch irgendwas passiert sein. Nachdem wir die Tauben aufgescheucht haben. Es muss doch was bewirkt haben. Jetzt haben wir einen Bierpunk-Schlauch. Teils. Dings. Also, passt oder passt nicht? Passt immer. Da. Was glaubst du, mit wem du hier redest? Das ist ein. Hätte ja klappen können. Trichter. Ja, um die Dingens zu verstärken. Bist du sicher, dass wir das Problem damit in den Griff kriegen? Ich garantiere, dass du 100% mit dem Ergebnis zufrieden sein wirst. Nicht da drüben, hier. Ich hoffe, es ist so weich wie die Flasche bleibt hier. Wie ein Babypopo. Tja. Hier ist so viel Zeug. Giraffen. Also, passt oder passt nicht? Bestimmt irgendwann mal eine Giraffe. Dann wohl nicht. Es wäre unklug, da noch... Vielleicht können wir die Kugel da durchwerfen. Ich denke nicht, dass das klappt. Dann halt nicht. Tja, so, mal wieder hin und hin. Und her und hin. Tja. Den Fremden. Nein. Dann nicht. Ich hab das Gefühl, wir müssen hier irgendwie zu Koala Convention hin. Das heißt, das hatten wir schon. Ich denke nicht. Den will doch keiner haben. Wozu hast du dir den denn geholt? Wozu hast du denn die Tauben getötet? Wenn du es eh nicht brauchst. Zurück in die Küche. Sieht nach wie vor ziemlich hübsch aus. Könnte klappen. Das ist einfach. Ja. Das geht. Das ist ein. Okay. Das ist... Geht wohl ja nicht. Hier noch irgendwelche Oberschränke, die wir noch nicht geöffnet haben. Kühlschrank. Den fasse ich... Nicht. Muss. Also... vorstellen, dass irgendwann deswegen irgendwas passiert. Ich sehe nicht viele Alternativen. Tja.
Tja, also. Was könnten wir hier machen? Was? Wozu könnte man was brauchen? Das ist... Tja, gut. Das ist keine gute Idee. Zahnbürsten. Dusche, die nicht funktioniert. Ich weiß dann auch nicht mehr. Tja. Eine Schale Popcorn gefällig. Ach, die sind nur losgeworden. Ja gut. Das. Boah, ja gut. Das sind meine Räuspergeräusche. Nicht. Mortimer? Ah, was, scheiß drauf. Brauch ich nicht. Tja, hier vielleicht. Das ist sicher kein. Tja. Von hier kann man die Straße sehen. Auf dem Dach ist auch nichts mehr los. Ich gehe Leuten nicht gern auf die Nerven, okay? Das ich habe im Moment keinen Bock. Glaube ich dir nicht. Einfach hier ein paar Kätzchen töten. Wir haben schon eine Kätzchen getötet. Ja. Wendel will immer noch wissen, wer den Ring gekauft hat. Aber es sieht nicht so aus, als ob er sich eine geniale Ablenkung einfällt. Wenn er einen Blick in die Kundenliste werfen will. Also konzentrieren wir uns noch einmal auf die Bohne von Stay. Ja. Popcorn von Stay, Gaszylinder. Haben wir schon. Bierpong, ja, was machen wir damit? Ja, ich weiß, es ist ein bisschen. Scheiße von mir, die komplette Lösung zu lesen, das ist ein bisschen schlecht, aber was sollen wir machen? Flasche auf dem, das hatten wir schon. Das soll klappen. Okay. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Aha. Das hatten wir ja schon, also ich meine, wir haben es abgebrochen, aber ja, das ist wirklich dumm. Also, passt oder passt nicht? Was immer. Wie kommt man auf solche Ideen? Was glaubst du, mit wem du hier redest? Wasser zum Kochen bringen. Bist du sicher, dass wir das Problem damit in den Griff kriegen? Ich garantiere, dass du 100% mit dem Ergebnis zufrieden sein. Wenn meine Physik mich nicht täuscht, müsste diese Uhr jetzt eine potenzielle Massenvernichtungswaffe sein. Ja. Und dann hier. Ich hoffe, es ist so weich, wie du sagst. Wie ein Sekunde. Oh, weil. Gendeckung, Wende.
Meine Babys. Was zur Hölle ist passiert? Ja. Ich weiß es nicht. Ich bin nur mit meinem Hund spazieren gegangen. Ich muss etwas unternehmen, bevor sie warm werden. Warum? Was passiert, wenn sie warm werden? Hast du mal was von diesen kleinen Dingern gehört, die man Supervulkane nennt? Naja, ich kenne Vesuvius Matt. Ist das was in der Art? Aus dem Weg. Ich muss sie einsammeln, bevor der ganze verfluchte Block hochgeht. Und da werden wir in der Kasse. Dann mal schnell hineinschauen. Okay, mal sehen, wer den blöden Ring gekauft hat und mit... Sekunde mal. Charlie? Charlie hat meinen Ring gekauft? Charlie? Verdammt, wenn es eine Person gibt, die mir den Tag verderben kann, dann ist er's. So eine Scheiße. Also, Charlie. Mit Gegenständen... Müssen wir also nochmal zu Charlie. Das nehme ich nicht mit. Tja, schade. Ich hab schon. Charlie. Können wir jetzt noch was klauen hier? Im Tresen. Hier gibt's allen möglichen. Irgendwas mitgehen lassen. Hier ist so viel. Wenn wir schon mal da sind. Die Uhr kann keiner mehr retten. Nicht mal MacGyver. Meinst du? Den hier ist so viel Zeug, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Hoverboards. Protonen-Hack. Ich würde ja gern rumlaufen und ein paar Geister umnieten, aber dafür habe ich gerade keine Zeit. Nicht. Ich dachte, du hast keine Kiste für Schrott mehr, aber nie erwähnen. Das kann ich nicht. Na dann. Zurück zur Straße und... wer auch immer das jetzt ist, Charlie, wer war nochmal Charlie? Es wäre unklug, da noch... Wer war gleich noch Charlie? Ich weiß nicht... Ah, Charlie Comics. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, mit wem, ob wir mit ihm da reden können. Aber ich habe einen neuen Ort freigeschaltet. Psychiater. Ja, das hat Wende dringend nötig. Aber gut. Ein Fremder. Man, dem sollte mal jemand sagen, dass er scheiße aussieht in den Klamotten. Ach was. Also nicht reden. Ich denke nicht, dass... Gehen wir zum Psychiater. Kann ich nicht, es ist schon zu. Tja, ach, so ein Mist. Ich rede nicht mit der Bürotür von... Nicht mit ich der rede nicht mit der Bürotür von einem Psychiater. Wenn das jemand sieht, halten sie mich für verrückt. Ach, deswegen. Das ist das Büro vom Psychiater. Scheint schon zu sein. Tja. Einen neuen Ort freigeschaltet. Also, Charlie, komm. Oh. Willkommen in meiner Zuflucht, Sir Randall X, wo zartes Fleisch und Humpen voll Met wie ein Quell der Wonne fließen. Er hat ihn so rum den Hals. Oder erst bei Verlassen des Ladens. Ach, hör auf mit dem Mittelalter-Scheiß, Charlie. Charlie, over and out. Also, was gibt's? Das oben ohne Zombie-Special kommt nicht vor Freitag raus, mein perverser Freund. Das ist nicht der Grund, wieso ich hier bin. Er trägt den Ring so um den Hals. Der gibt ihn so fremdlich wahrscheinlich nicht wieder her. Wer ist denn der freundliche Typ hier, der freundliche Captain? Ja, ich suche einen Ring. Kommen wir sofort zur Sache. Verrat mir einfach den Namen der Serie, des Films oder vom Comic. Ich hab garantiert, was du suchst. Nee, nicht die Art Ring. Ich rede von einem Ring, der von einer mysteriösen, spirituellen Aura umgeben ist. Der dich zu Diebstahl oder Selbstmord zwingt. Weißt, was ich meine, oder? Nö, da klingelt nichts. Nicht? Und was ist mit dem an deiner Halskette? Der? Oh, das ist nur ein billiges Familienerbstück. Nichts Besonderes. Ach, Charlie, du bist ein Scheißlügner. Ich weiß, dass du den heute Morgen in Mels Laden gekauft hast. Ich hab deinen Namen in der Liste gefunden. Komm schon. Wie viel? Okay, reden wir mal Klartext, ja? Der Ring, von dem du sprichst, gehört jetzt mir. Ich habe ihn ehrlich erworben. Den kriegen wir nicht so schnell wieder zurück. Dass du dir im Klaren darüber bist, dass er ein Vermögen wert ist. Ein Vermögen, das nur noch von seiner geheimnisvollen Kraft übertroffen wird.
Und wegen all dieser Gründe ist er absolut unverkäuflich. Oh, Charlie, ich bitte dich. Ich bin sicher, wir können uns irgendwie einigen. Ich habe Geld. Viel Geld. Wenn du ihn so sehr willst, wir dann komm am Mittwoch Geld zur Sci-Fi-Con. Dr. Fred Edison Street. Ne, und sei bereit, deinen Kasten leer zu machen. Das wird nämlich nicht billig. Weißt du, Mittwoch passt mir gar nicht. Was kann ich tun, um dich umzustimmen? Nichts. Naja, wenigstens habe ich's versucht. Joa, hier ist ein DeLorean. Ein DeLorean-Modell. Ein Muppet-Frosch. Futurama haben wir hier. Da hinten bestimmt einige Comics, die man erkennen könnte. Scheint ein Bubble Tea zu sein. Gibt's was Neues im Dungeon? Oh, du wirst tja, nicht glauben, was neulich Sachen passiert ist. Da fällst du aus, Kumpel. Also, ich bin nicht dein Kumpel, aber davon abgesehen, erzähl weiter. Ich war einfach hier, kümmere mich um meinen Kram und da kommt so ein Typ rein. Alter, gebrechlicher Kerl mit Brille. Aber bei näherem Hinsehen fällt mir auf, der sieht genauso aus wie Stanley. Stanley war hier? Nö, stellte sich raus, dass er nur irgendein alter Mann war, der nach der nächsten U-Bahn gesucht hat. Hast du ihn dazu gebracht, was zu unterschreiben? Klar. Wow, hier arbeiten muss ja wie jeden Tag Weihnachten sein. Ah, kann mich nicht beschweren. Wenigstens ist diesen Mittwoch Sci-Fi-Con. Bist du dabei? Ich werde meinen eigenen Stand haben. Nein, danke. Ich hasse diese Veranstaltung. Überall nur anstehen. Warum hingehen, wenn man sich die Infos auch aus dem Internet holen kann? Davon abgesehen stinkt's immer nach Nerds und alten Cheetos. Sure. Wirst du in Kostüm hingehen? Naja, nicht so richtig. Oh, schon kapiert. Was wäre ein besseres Kostüm als ein Comicverkäufer, hm? Genial, Charlie. Echt clever. Also, eigentlich arbeite ich seit einiger Zeit an das. Die Idee habe ich aus einem Do-it-yourself-Video aus dem Internet. Und nach ein paar Wochen harter Arbeit und ein paar Aufenthalten in der Notaufnahme stolz verkünden, dass ich das beste Kostüm aller Zeiten habe. Und ich denke, niemand wird da widersprechen. Okay, du hast meine Aufmerksamkeit. Mhm. Was für ein Kostüm soll das sein? Ein Comicbuchverkäuferkostüm. Willst du mich verarschen? Ein Comicbuchverkäuferkostüm mit Klauen. Aha. Ja. Wow. Ziemlich cool, oder? Ruhig. Ich widerspreche nicht, dass dir da niemand widersprechen wird. Die sehen wirklich scharf aus. Hey, ja, mit diesen Babys könnte ich ein Schwein in 5 Sekunden zerlegen. Gestern musste ich sie fast auf einer öffentlichen Toilette benutzen. Ouch. Vorsicht, Charlie. Comics und scharfe Klingenwaffen sind der erste Schritt, um in den Nachrichten zu landen. Korrekt.